glaube, ich schlafe jetzt gleich sofort ein. Gute Nacht, Henry. Ich auch. Gute Nacht, Jan. Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Was ist denn? Henry, da ist so ein seltsames Geräusch. Das ist ein Monster, ganz klar. Ein Monster? Ja, ein dickes, fettes, haariges Monster. Ui, aber wie kann denn ein Monster solche Geräusche machen? Na, es klappert mit den Zähnen. Vielleicht friert es. Ja, es friert bestimmt, weil es vor einem offenen Kühlschrank steht. Das glaube ich nicht. Wieso macht denn das Monster nicht einfach den Kühlschrank zu? Dann hört es doch auf zu frieren. Ja, vielleicht kann es sich nicht entscheiden, ob es Wurst, Käse oder Marmelade essen soll. Oh ja, das weiß ich auch manchmal nicht. Komm, wir suchen es mal. Moment! Wir können doch da nicht einfach so hin. So ein Monster kann doch gefährlich sein. Wir brauchen eine Monsterschutzausrüstung. Hier, wir nehmen diese Sachen und setzen sie auf. Okay. So. Und jetzt gehst du besser vor. Denn wenn es wirklich ein Monster ist, dann ist es besser, wenn du vorgehst. Okay. Hey. Entschuldigung. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Wir sind in einer Küche gelandet. Ich sehe hier überhaupt keinen offenen Kühlschrank. Und ein Monster gibt's hier auch nicht. Da ist es. Tatsächlich, ein ganz weißes Monster. Hilfe! Nanu, wer seid ihr denn? Warum schreiten ihr hier so rum? Oh, Entschuldigung, wir dachten, du wärst ein Monster. Nee, da kann ich euch beruhigen. Ich bin nur ein Koch. Dann hast du gar nicht mit den Zähnen geklappert? Nicht, dass ich wüsste. Das Einzige, was hier klappert, das ist mein Messer. Ich hack nämlich gerade Möhren. Seht ihr? Das ist das Geräusch! Du hast Möhren gehackt. Ja, ich koche nämlich eine Suppe. Ich liebe Suppe. Na, wenn ihr wollt, dann gebe ich euch nachher ein bisschen was davon ab. Ja, oh ja. Ach, wenn ich doch nur eine Schüssel dabei hätte. Tja, ich glaube, da kann ich helfen. Hä? Hat ich ganz vergessen. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Ob so ein Monster wohl auch gerne Suppe isst? Was meinst du, Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.